Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Suikun 2 für den PC. Für die PS1 muss ich ja sagen. Eigentlich. Im letzten Part waren wir hier so in Chiaro und Kabum und Katisch und wir sind frei und begeben uns jetzt aus dem Dorf raus. Hey, yay! Hey, warte mal einen Augenblick. Ryo, Joey, ob wir wohl jemals wieder hierher zurückkommen? Nun, eines Tages kommen wir bestimmt zurück. Glaubst du das? Du hast recht. Wir verabschieden uns also nur für eine Weile. Hey, lass uns einfach gehen. Und seht nicht zurück. Okay. Jetzt ist mein Controller schon wieder ausgegangen. Das hatte ich gerade schon mal. Da muss ich dann immer kurz den Emulator hier neu starten. Ich glaube, ich werde mal eben den Controller wechseln, weil ich glaube, dann sind ja wahrscheinlich die Batterien leer. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Hab eben mal den Controller gewechselt. Ich hätte auch einfach nur die Batterien wechseln brauchen. So, habe ich es mir jetzt viel umständlicher gemacht, aber egal, dürfen wir jetzt ernsthaft wieder über den ganzen Nord-Sperlings-Puzzle gehen. Ich werde an der Stelle mal kurz was probieren. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt eben nämlich ein Save-State gemacht, um mal etwas auszuprobieren, wenn wir hier jetzt... Wenn wir hier jetzt... Ah, hier. Den Fluchttalisman nehmen. Wo kommen wir dann wieder raus? Fickt euch! Ich darf also den ganzen Dungeon nochmal laufen, nur ohne den Bossgegner. Fuck yeah! Ach. Ich finde das extrem scheiße. Denn, because of fucking enemies und so. Am wenigsten haben wir jetzt Flick und Victor dabei. Und natürlich Nanami und Joey und Momoku und Ryo. Ich denke aber, das können wir uns jetzt sparen. Und wenn was passiert, cutte ich dann nochmal ein. Aber falls nicht, sehen wir uns am anderen Ausgang wieder. Bis gleich. So, wir sind wieder am Ende. Gute Arbeit, Männer. Oh, Victor, ist alles in Ordnung? Sei nicht so ein Draufgänger. Hahaha, entschuldige bitte. Nun, das geht schon in Ordnung, weil alle unverletzt sind. Aber wenn Muse, wie soll ich es nennen? Muse oder Muse? Ich nenne es Muse. Herausfände, dass Soldaten in Highland ein- und ausgehen, hätten wir Ärger. Also machen wir zu unserem kleinen, Geheimnis. Oder meinst du, dass es kein Problem gibt, dass du diese Leute einfach durchlässt? Weißt du... Schon gut, keine Sorge. Wie ich schon sagte, alles sind sicher. Gut. Kann ich mich hier drin heilen? Nein. Dann Nanami ist ein bisschen tot. So, wir begeben uns jetzt, denke mal, zurück ins Fort. Ich weiß nicht, schätze ich einfach mal, dass wir dahin zurück sollen. Ja. Mokumoku ist schon wieder aufgestiegen. Nanami auch. Aber die geht mir auf den Sack, ehrlich gesagt. Jetzt schon. So, hier müsste auch gleich das Fort erscheinen. Tada. Die Söldnerfestung, genau. Oh, da ist Gen. Hey, wir sind zurück. Es ist schön, wieder daheim zu sein. Was? Dies verkommene Fort? Pass auf, was du sagst. Ich mag diesen Ort. Er hat einen gewissen Charme. Nicht wahr, Ryo? Joey? Kurzer Cut. Kurzer Cut vorbei! Dieser Ort? Ich weiß nicht. Ein Junge kann dessen Größe nicht beurteilen. Nun, ich werde mich erst einmal etwas ausruhen. Junge? Und was machen die drei Leute da? ETF. Ich meine, der Hund und die zwei Typen und die Tür... Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ihr müsst auch müde sein. Ruht euch auch aus. Wenn ihr Fragen habt, fragt Leona. Sie ist die Bardame. So, ich vermute, dass wir Gefangene sind. Was?
Nun, das stimmt, aber solange ihr keinen Ärger macht, könnt ihr machen, was ihr wollt. Warum geht ihr nicht und werbt Rekruten? Wir haben immer Bedarf dafür. Lasst uns nicht auffallen, bis sich die Dinge beruhigt haben. In der Zwischenzeit denke ich darüber nach, wie wir nach Helen zurückkommen. Okay. Hallo, was geht? Ja? Was willst du? Auch kann ich hier meine Gruppe ändern, ha? Huh? Ich kann dann Nami und Mukumuku rausmachen. Das würde ich auch zu gern tun, weil ich die nicht mag. Oh, ich kann Gengen in meine Gruppe aufnehmen. Gengen kämpft hart. Freut mich. Ja, dann mache ich das doch natürlich mal. Am liebsten würde ich Nami jetzt raustun, aber... Und... Ja, da kommt die Schuchtel aber hinten hin. Dahin, genau. Du kommst dorthin. So gefällt mir das. Jedoch würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von... Wir haben absolut nichts erreicht, aber... Moment mal. Der Part ist bestimmt erst 10 Sekunden lang oder so. Ich schau mal kurz nach. Bleib so, Sekunden, zwei, bis dann und ciao.